Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Guide bei mir auf dem Kanal zu Elden Ring. Und zwar heute zu allem an der Einsel, was du auf keinen Fall verpassen solltest. Die Einsel ist tatsächlich ein Gebiet, das, ja, sag ich mal, in zwei Teile geteilt ist. Und wir können recht früh im Spiel jetzt hier, wenn wir in Limgrave Ost den Brunnen gefunden haben, schon in dieses Gebiet runterkommen. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall, dieses Gebiet zeitig abzuschließen. Ich habe es jetzt zu diesem Zeitpunkt hier gemacht, nachdem wir in Siofra im letzten Teil waren, um nochmal ein bisschen aufzuleveln, bevor es jetzt im nächsten Teil nach Caelid geht. Deswegen schauen wir uns heute diesen Part an und ich würde sagen, ihr kennt den Drill, lasst ein Like fürs Video da, gerne ein Abo für den Kanal und wir legen direkt los. Sobald wir unten sind, halten wir uns erstmal rechts und gehen in den Tunnel hier hinten. Ja, wie gesagt, Einsel ist in zwei Teile unterteilt. Wir kümmern uns heute erstmal um den ersten Teil, denn zu dem zweiten bekommen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt Zugang, aber es lohnt sich, wie gesagt, für die Runen und vor allem für ein ganz bestimmtes Item hier runterzukommen. Lasst euch jetzt nicht überraschen von der Ameise hier oben an der Decke und dann könnt ihr am Ende des Wasserfalls noch ein bisschen Magiefett einsammeln. Dieser Wasserfall führt tatsächlich in den zweiten Part von der Einsel. Zurück in die andere Richtung folgen wir dem Tunnel. Ich habe jetzt hier mal die Laterne angemacht, denn hier ist es doch etwas finster und die Ameisen überraschen uns hier wirklich aus jeder Ecke. Gibt also ein bisschen Acht, sie hängen auch gern an der Decke. Jetzt kommen wir an diese Kreuzung, wir biegen hier erstmal links ab und gehen nach unten. Hier warten noch zwei weitere Ameisen und ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, denn während ihr die bekämpft, wird sich eine weitere von hinten anschleichen. Und am Ende des Korridors könnt ihr dann letztendlich einen Schmiedestein Nummer 3 einsammeln. Danach nehmen wir den anderen Korridor und kommen in diesen Raum, der von Weitem aussieht wie eine Schatzkammer, von nahem etwas ekliger als erwartet. Und hier können wir noch einige Items einsammeln und haben dann wieder die Wahl zwischen rechts und links. Wir nehmen auch hier wieder den linken Weg und besiegen hier eine weitere Ameise und können hier noch ein Item einsammeln. Auch das ist ein Schmiedestein 3 und dann können wir hier nach oben klettern. Im nächsten Raum warten einige Ameisen, vor allem aber eine Ameisenkönigin. Wenn wir hier hinten auf ihr Ei schlagen, dann zerstören wir sie automatisch und werden mit einer Goldrune 10 und einem Runenbogen belohnt und außerdem dem Angriff mehrerer Arbeiterameisen. Im Anschluss auf der Rückseite der Höhle können wir hier durch diesen Korridor und kommen jetzt in die Ul-Palast-Ruinen. Von hier aus lassen wir uns auf diesen Vorsprung hinunterfallen und können hier am Ende einmal einen Schmiedestein 4 mitnehmen und dann erneut herunterspringen für den Himmelstau. Jetzt gehen wir ein wenig zurück, nehmen noch die Goldrune 3 mit und können hier einen Aufzug nach unten rufen. Wir gehen jetzt ein Stückchen zurück, hätten wir vorhin den rechten Gang genommen, wären wir hier den Aufzug runtergekommen. Tatsächlich gibt es da oben nicht viel zu finden, außer eine Geistertallinie, aber eben einen Ort der Gnade, den ich hier noch aktivieren will. Fahrt mit dem Aufzug wieder nach unten und besiegt hier alle Tonmenschen, wenn ihr wollt. Das sind doch einige an der Stelle. Und dann stehen wir hier vor diesem Eingang. Wir gehen aber nicht durch, sondern halten uns hier auf der rechten Seite hinter dieser Statue und finden einen Geheimgang. Der führt zwar in den gleichen Raum, allerdings etwas erhöht und verschafft uns die Möglichkeit, einen Gegner im nächsten Raum zu besiegen, der den ganzen Raum die ganze Zeit mit Steinen bombardiert und es daher sehr, sehr schwierig macht, diesen Raum zu durchqueren. Ihr seht ihn hier oben an der Decke. Deswegen versucht vor ihm in Deckung zu bleiben, so wie ich jetzt hier hinter dieser Statue. Und folgt dann dem Weg hier. Ich gehe nochmal kurz zurück, um diesen Schmiedestein 3 hier einzusammeln und bringe mich dann in Sicherheit. Und im zweiten Anlauf, hier nachdem er seine Steine geworfen hat, folgen wir jetzt einfach diesem Weg hier oben rum auf diese Klippen. Und von hier aus haben wir die Möglichkeit, uns ihm zu nähern. Wie gesagt, passt immer ein bisschen auf seine Attacken auf. Die machen schon auch gut Schaden. Und dann können wir hier auf diese Plattform uns herunterfallen lassen. Von hier aus ist es natürlich einfacher, wenn ihr Fernattacken habt, aber tatsächlich kann man sich ihm auch nähern. Er wird dann immer wieder mit seinen Zähnen hier angreifen und wir können ihn auch mit dem Schwert schlagen.
Im Anschluss gibt es hier oben enttäuschenderweise nichts zu finden, also lassen wir uns hier an der Seite nach unten fallen auf diese Plattform bzw. in den großen Raum nach unten. Und hier im Hinterzimmer gibt es einen Händler. Der sitzt hier und grillt gemütlich. Wir können hier an der Seite sogar die Karte an der Einsel finden und schauen jetzt direkt mal rein, denn dann kann ich euch zeigen, was wir bis jetzt gelaufen sind. Wir haben jetzt diesen Bereich hier erreicht, auf der Karte gut zu sehen, und kamen aus der Richtung. Hier sind die Ulpalastruinen, unsere freigeschaltete Gnade. Diesen Weg sind wir gekommen und hier sind wir nach unten gelaufen. Hier war der Wasserfall und das führt, wie gesagt, in den oberen Bereich, den wir aber allerdings erst deutlich später erreichen können. Es gibt hier aber noch etwas zu tun, also gehen wir zum Händler und schauen mal, was er hat. Er verkauft uns tatsächlich einen Himmelstau und zwei Handbücher, die ihr hier mitnehmen könnt. Tretet jetzt wieder in den großen Raum hinaus und besiegt hier alle Gegner, wenn ihr wollt, und sammelt dann hier die vereinzelten Gegenstände ein. Es gibt hier unter anderem einige goldene Runen und hier hinten hinter dieser Säule versteckt auch einen Schmiedestein 3. Ja, sucht hier einfach ein bisschen rum. Es gibt auch auf der großen Treppe, die runter zum Eingang führt, noch ein paar Gegenstände mitzunehmen. Ihr seht das hier. Und wenn ihr dann dem Fluss folgt, hier ausgehend nach rechts, kommt ihr hier an diese Stelle. Hier gibt es nochmal eine Geistertallinie und Lilie und außerdem hier oben auf dem Plateau einen weiteren Ort der Gnade. Folgt von hier der Einsel weiter, bis ihr in diesen Raum kommt und besiegt hier die Ameisen, am besten eine nach der anderen, damit sie euch nicht alle gleichzeitig attackieren. Und dann könnt ihr hier diese Gegenstände einsammeln, unter anderem einen Horntalisman der Immunität. Folgt jetzt diesem Korridor hier nach oben und hier lernen wir diesen Gegner kennen. Sieht ein bisschen aus wie eine Mixtur aus Kröte und Fisch und ist wirklich tödlich. Ihr müsst unglaublich aufpassen, denn der verstreut diesen schwarzen Rauch. Und wenn sich dieser Status manifestiert, dann habt ihr das Problem, dass ihr sofort sterbt. Seid also vorsichtig gegen diesen Kerl und besiegt sie schön nacheinander, ohne dass sie euch bemerken im besten Fall. Hier können wir beim letzten noch ein bisschen Seife abstauben und die ist tatsächlich praktisch, denn die wäscht Statusveränderungen runter, bevor sie sich manifestieren. Jetzt können wir hier noch einen Dunkelschmiedstein 3 einsammeln und den Blick in ein späteres Gebiet erhaschen hier. Ihr seht, das sieht wirklich gefährlich aus. Jetzt wieder runter in den großen Raum, wo es noch ein paar Geistertallilien und Ameisen zu finden gibt. Und dann folgen wir dem Weg runter und rechts hier entlang. Können auch hier am Ende des Korridors nochmal eine Geistertallilie mitnehmen und dann durch diesen Tunnel in einen der coolsten Räume im ganzen Spiel, wie ich finde. Guckt euch das an, wie nice das aussieht mit diesem riesigen Skelett, dem Wasserfall rechts. Ist wirklich eine meiner Lieblingsorte hier im Spiel und schreit quasi noch Bosskampf. Und der lässt auch gar nicht lange auf sich warten, da tropft der rein, der Drachenblutsoldat von Noxtella. Und der ist überraschend einfach zu diesem Zeitpunkt. Wenn ihr bis hierhin meinem Guide gefolgt seid und gut gelevelt habt, dann sollte der eigentlich kein Problem sein. Er hat natürlich ein bisschen fiese Blitzattacken und kommt hier gut angeflogen, aber man kann ihm ganz gut ausweichen. Und ich schaffe es tatsächlich hier, ihn zu besiegen, ohne Schaden zu nehmen, und werde mit dem eisigen Blitzspeer belohnt. Und im Anschluss gehen wir hier unter dem Skelett, denn hier wartet eine Truhe auf uns und das lohnt sich. Das ist eine große Geistertallinie, ein legendärer Gegenstand, mit dem ihr eure Geisteraschen auf das maximale Level hochbekommt. Und das war's. Damit haben wir den ersten Teil an der Einsel schon abgeschlossen und im besten Fall noch ein paar Runen mitnehmen können, um uns auf den nächsten Part vorzubereiten, denn da geht's nach Caelid. Ich rate euch auf jeden Fall, eure Runen jetzt noch gut einzusetzen, levelt vielleicht noch eure Waffen in der Tafelrundfeste. Wenn ihr schon dort seid und zwei Echos gesammelt habt, wie ich zu diesem Zeitpunkt, könnt ihr bei der alten Lady, die Fingerleserin, auch noch einen Talisman-Slot sichern und seid damit für den nächsten Teil Caelid gerüstet. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Abo für den Kanal und wie gesagt, schreibt auch gerne was in die Kommentare, ob ich hier vielleicht was verpasst habe oder wie euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss!